Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einem Kartenreview und zwar von den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von der Colette Baron-Reid. Ich mache ja eigentlich immer Unboxings. Ich hatte eigentlich ein Unboxing auch gemacht, aber das war ein Tag, wo ich glaube ich 4 oder 5 Unboxings gemacht habe, weil wieder alle Pakete auf einmal kamen. Und ich hatte das aus Versehen gelöscht, ohne es schon vorher auf den Computer zu laden. Was aber auch nicht schlimm ist, weil ich hatte mir eh überlegt, nochmal eine Vorstellung zu machen, weil das Problem war oder die Herausforderung war, es gibt ja keine Probleme. Die Geschichte dahinter ist, dass ich wirklich sehr lange überlegt habe, bestimmt Monate. Weil ich wollte schon ewig dieses Deck, ob ich es mir auf Englisch oder auf Deutsch kaufe. Und auf Englisch wäre es sogar billiger für mich gewesen, was jetzt nicht das Problem ist. Dann habe ich mich aber fürs Deutsche entschieden, weil ich gesehen habe im Englischen, dass das Buch sehr ausführlich ist. Und ich weiß von The Map, weil das ist von den gleichen Autoren, ja, von The Map, dass das Buch sehr gut ist und ich lese auch immer ganz gern auch live oder wenn ich ein privates Reading mache aus dem Buch. Und dann ist das natürlich ein Problem, wenn es Englisch ist. Ich verstehe zwar das Englische, aber ich kann es nicht so direkt übersetzen. Also Dolmetschertätigkeit wäre nichts für mich, weil das geht mir auch mit dem Spanischen so. Ich verstehe alles und ich kann es auch aber ich kann es dann nicht in die deutsche Sprache umsetzen. Das ist nicht meine Berufung scheinbar. Und deswegen habe ich, habe ich das Buch, habe ich das deutsche Deck gekauft. Dann habe ich aber beim Unboxing festgestellt, dass die Titel, die Beschriftungen der Karten teilweise anders sind. Und mir gefallen die einfach im Englischen besser. Sie sind fließender für mich und stimmiger mit der Karte. Es ist natürlich klar, dass es bei einer Übersetzung immer alles ein bisschen holpriger ist. Ich weiß das selbst. Das mache ich jetzt leider nicht mehr so. Ich habe eine Zeit lang Texte geschrieben, so kleine, so ein bisschen poetisch, könnte man, ja, so, es geht so in die Poesie, also, aber nicht richtig Poesie, einfach kleine Texte. Die habe ich dann auch oft auf Englisch und Spanisch übersetzt. Und da habe ich gemerkt, dass es teilweise Worte gibt, die es eben nicht in den anderen Sprachen gibt. Zum Beispiel Hingabe ist ganz schwierig in Englisch oder Spanisch zu übersetzen. Das Wort gibt es definitiv nicht. Zum Beispiel, oder wenn jemand es weiß, der kann es mir gerne mal unten in den Kommentar schreiben. Und und deswegen war während des Unboxing ist es das passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich mag das Deck nicht. Es ist nicht stimmig für mich, weil eben die Titel für mich teilweise nicht stimmig waren. Und ich bin ja sehr spürig und deswegen kaufe ich mir eigentlich auch am liebsten die Originaldecks, weil das dann alles stimmt, ne? Und auch die Originalbücher oft, ne? Also wenn du jetzt einen Roman liest oder die Originalfilme, gucke ich mir auch lieber im Original an. Außer es ist dann Chinesisch, also wenn es Englisch oder Spanisch ist, lieber im Original, ne? Okay. Ja, und dann habe ich, das Video war dann etwas kritisch. Das finde ich nicht dem Kartendeck eigentlich gegenüber nicht fair, weil es ist ein sehr schönes Deck und nur weil ich jetzt damit nicht konform gehe mit diesen Begriffen, ist es ja nicht schlecht. Es ist ein sehr schönes Deck und ich empfehle das auch jetzt schon, auch wenn ich noch gar nicht damit angefangen habe. So, jetzt fangen wir mal mit dem Deck an. Also, das Kartendeck kommt in dieser wundervollen Box, ja, die sehr fest ist, sehr stabil und das sind, wie gesagt, die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von der Colette Baron-Reid. Mit 52 Karten und Anleitungsbuch vom Knauer-Messana Verlag. Und die Künstlerin, die steht leider wieder hier nicht drauf. Das ist die gleiche wie beim. Da steht es aber auch nicht drauf. Bei der Weisheitskarte der Seele. Das sage ich euch gleich, das steht im Buch. Und hier steht noch mal ein bisschen Text. Ihr magischer Wegweiser. Ob es sich um Liebe, Erfolg, Sinnsuche oder inneren Frieden handelt, die 52 Weisheitskarten helfen, alle Aspekte des eigenen Lebens zu beleuchten und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Und das Ganze kostet 19,90, hat es mich, glaube ich, gekostet im spanischen Amazon. Und das Deck ist sehr zu empfehlen, weil es eben ein sehr gutes Buch hat und ich empfehle es jedem, der an sich selbst arbeiten möchte. Genauso auch wie The Map ist ähnlich, weil es einfach ein gutes Begleitbuch auch hat für die Leute, die eben nicht intuitiv arbeiten. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Buch. Das ist also das Buch. Ich habe hier schon ein bisschen drin geblättert, wie ihr seht. Das ganze Deck ist, also es ist übersetzt von dem Horst Kappen. Ja, das ist vielleicht die männliche Energie. Vielleicht ist es deswegen auch etwas holprig. Aber wer weiß. Ich will jetzt nicht destruktiv sein. So, das englische Deck ist erschienen unter Wisdom of the Oracle beim Hay House Verlag 2015 und das deutsche ist 2016 im Knauer Verlag erschienen. Ja? Und die Illustratorin nennt sich Jenna Deja Grottaglia, wahrscheinlich eine Italienerin. So, wir haben ja die Inhaltsangabe. Das Buch hat eine sehr ausführliche Inhaltsangabe. Es wird nämlich jede Karte aufgeführt. Die Karten sind nicht alphabetisch, sondern nach Zahlen geordnet. Am Anfang gibt es eine Vorbemerkung und nochmal eine allgemeine Geschichte zu den Karten eben. Da sind auch Legungen drin, auch Beispiellegungen etc. pp. Und zum Schluss gibt es noch was über die Künstlerin und die Autorin. Und das ganze Buch hat, glaube ich, 240 Seiten. Genau, mit der Seite sind es dann 240. Ja, dann fangen wir mal an. Also wir haben hier so eine Art Vorbemerkung. Dann haben wir eben was zu den Karten, wie man die Karten benutzt, wie man mit ihnen arbeitet, wie man sich auf die Befragung vorbereitet. Hier haben wir das Ziehen von den Karten, zum Beispiel Einzelkarte. Hier werden auch Fragen noch, Beispielfragen aufgeführt. Hier haben wir eine Karte, hier haben wir zwei Karten, drei Karten. Und dann haben sie hier noch erklärt, wie eben das Buch mit der Beschriftung, mit den Bedeutungen aufgegliedert ist. Zu jeder Karte gibt es eine Grundbedeutung, die Botschaft des Orakels, die Beziehungsbotschaft, Erfolgsbotschaft, Schutzbotschaft. Die Grundbotschaft ist mehr oder weniger, sind so Art Stichworte eher. Die Botschaft des Orakels ist eine allgemeine Botschaft, die dann ausführlicher ist. Die Beziehungsbotschaft ist kann man halt auf Liebe beziehen. Erfolgsbotschaft geht in die Richtung von Arbeit, Berufung, Geschäfte. Und Schutzbotschaft ist sozusagen die Botschaft, die negative, also die eher destruktive Botschaft, also für eine umgekehrte Karte zum Beispiel, wenn du die Karten auch umgekehrt legst oder aber wenn man einfach wissen will, was ein Hindernis ist zum Beispiel. Ja, das ist dann so die Schutzbotschaft. Und so ist dann letztendlich auch, also wir haben jetzt hier noch Beispiellegungen, ja, ganz schön viele, viel zu viel für mich. Und so ist dann letztendlich auch das Buch aufgebaut. Ja, wir haben hier die Karte abgebildet in Schwarz-Weiß. Oben ist die Zahl, unten ist der Begriff. Ich nehme jetzt mal einen anderen Begriff. Warte mal. Hier. Oben die Zahl, hier der Begriff. Nee, wir bleiben beim Jan. Sorry, Leute. Manchmal bin ich so. Genau, und dann haben wir die Grundbedeutung, die hier zum Beispiel bei dem Yang, das männliche Prinzip der Bewegung und der schöpferischen Aktivität ist, die Kraft, Dinge geschehen zu lassen, die Initiative ergreifen. Also das konstruktive männliche Prinzip wird hier als Grundbedeutung genommen, ja. Und im Orakel steht zum Beispiel, Yang symbolisiert die Kraft des Handelns, die Energie, die die Welt antreibt und die Verwirklichung von Gedanken und Zielen in konkrete Form bringt, bla bla bla. Also das männliche Prinzip in konstruktiver Form. In der Beziehungsbotschaft steht, die Gegebenheiten unterstützen dich in deinem Vorgehen und nichts spricht dagegen, den ersten Schritt zu tun. Vertraue darauf, dass du bald wissen wirst, wo du stehst. Ja, das wird dann in Herzensangelegenheiten gibt es eine Bewegung auf dein höchstes Wohl hin. Geh also mit Zuversicht voran. Ne? Das wäre jetzt für eine Beziehung
oder für die Liebe. Und bei der Erfolgs-, also beim Beruf steht Projekte, Partnerschaften und alles andere, das sich auf Berufliches und Geschäftliches bezieht, sind aus der Stagnationsphase heraus und in die Realisierungsphase eingetreten. Ne? Also hier haben wir eine ganz kraftvolle, masische, männliche, konstruktive Energie. Und bei der Schutzbotschaft ist nämlich jetzt die destruktive Energie oder das, worauf man zu achten hat, sonst könnte es destruktiv werden. Achte auf deine Neigung zu unüberlegtem Handeln, zur Selbstüberschätzung und aggressivem Vorgehen. Das sind so die destruktiven Eigenschaften der Marsenergie letztendlich. Denke nach, bevor du agierst, damit du dich nicht in deiner Situation einer wiederfindest, in einer Situation wiederfindest, die unangenehme Konsequenzen für dich hat. Das wäre dann so das, worauf man achten kann. Deswegen nennt sich das Schutzbotschaft. Du kannst es aber auch rein theoretisch, wenn du mit umgekehrt und aufrecht liegenden Karten arbeitest, eben dafür auch verwenden für die umgekehrte Karte. So, und so geht das dann bei jeder Karte. Und ich finde es eine sehr, sehr ausführliche Beschreibung, die eben auch nochmal einzelne Bereiche andeutet, eben hier Liebe und Beruf und eben auch das, was man auf das, was man achten darf letztendlich. Und deswegen glaube ich, dass das ein sehr geiles Deck ist für die Selbsterkenntnis sozusagen oder für den alltäglichen Gebrauch, wenn du eben einfach mal eine Karte ziehen willst, also für den privaten Gebrauch, ne? Okay, das ist also das sehr geile Buch. Dann haben wir jetzt hier das Deck. Das kam in diesem Ding. Komischerweise habe ich das aufgehoben. Sehr spannend. Es lag nämlich hier unten noch drin. Und das sind jetzt die Karten. Ja, die sind vergildet, vergoldet. Das sind auch übrigens die Karten von The Map. Die sind auch vergoldet. Aber die habe ich schon sehr, sehr lange und deswegen ist das Gold ein bisschen abgeblättert, was ich aber eigentlich auch schöner finde, weil das ist hier so ein bisschen kitschig für mich eigentlich. Eigentlich sind die Karten für mich ein Tick zu kitschig, aber ich finde sie sehr geil. Genau, die Größe ist komischerweise, obwohl es der gleiche Verlag ist, ein Tick größer. Ja, die hätten auch den Rand von mir aus weglassen können, ganz ehrlich. Auch von den schamanischen Deck, von den Mystical Shaman Oracle, die haben, ja, sind auch ein Tick, weil die Kartengröße für Orakeldecks finde ich eigentlich gerade so richtig größer, ist mir dann zu groß. Tarotkartenvergleich von einer Standard-Tarotkarte ist dann so, ja. Okay, die Kartenqualität ist sehr, sehr geil, sehr fest, stabil und auch bewegt. Naja, ein bisschen steif, aber schon auch flexibel. Es wird sich noch geben mit der Zeit. Dann halten die einfach auch länger und sehr für meine Begriffe zu laminiert. Es könnte ein Tick weniger sein. Ich glaube, die sind ein bisschen weniger laminiert hier. Ja, The Map-Karten sind ein bisschen weniger. So, und das ist die Rückseite. Ne? Die gefällt mir nicht so, weil die Farbkombination gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Finde ich ein bisschen aggressiv. Aber gut, es ist Geschmackssache. So, der Kartenaufbau ist so, dass man hier unten den Begriff hat und hier oben irgendwo die Zahl. Die ist manchmal rechts, manchmal links, manchmal hier, also manchmal weiter unten. Die hat keinen festen Platz. Was ich ein bisschen doof finde, dass die Zahl immer in dunkel ist, also in schwarz. Und wenn die Karte dunkel ist, sieht man die Zahl kaum. Weil ich arbeite oft auch ja abends und nachts und ich habe da nicht so eine große Beleuchtung und dann habe ich echt Probleme, die Zahl zu erkennen. Die hätten sie eigentlich besser dann hell gemacht, wenn der Hintergrund dunkel ist. Das gefällt mir nicht so. Ein kleiner Kritikpunkt, aber nicht jeder arbeitet ja so wie ich im Dunkeln. Im Dunkeln lässt sich's munkeln. So, ich habe jetzt mir mal die englische Version von einer Vorstellung vorgenommen und alle englischen Begriffe auch aufgeschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt einen englischen Begriff habe, der nicht meiner Ansicht nach nicht ordentlich oder anders übersetzt ist, dann sage ich das jetzt. Vielleicht hat ja einer, überlegt ja einer auch, ob er lieber Englisch oder Deutsch
bestellen möchte und dann ist das vielleicht auch eine Hilfe, ne? Okay, dann fangen wir jetzt an mit dem kleinen Walkthrough. Das ist Yang. Yin. Zwischen den Welten. Nee, Zwischenwelt. Und ich würde sie halt zwischen den Welten nennen, weil im Englischen heißt sie Between Worlds. Wobei in der Übersetzung stand auch Zwischenwelt, aber ich finde zwischen den Welten schöner. Die höhere Macht heißt im Englischen Higher Power, was auch höhere Macht heißt, aber im Englischen gefällt es mir besser, weil man Power auch als Kraft übersetzen kann. Verweist. Nicht für dich. Mit dem Strom. Spannend, hier haben wir ein Gesicht. Das heißt übrigens im Englischen to the sea, was ja zum Meer oder zur See bedeutet. Mit dem Strom gefällt mir nicht, weil hier ist für mich kein Strom. Hier ist ja gar keine Bewegung so richtig im Wasser, sondern sie gleitet ja eher. Also da gefällt mir die Übersetzung nicht so. Der Stamm. Die Schatzinsel. Unvollendete Symphonie. In Reih und Glied. Also mit der Karte kam ich nicht zurecht. Und als ich jetzt, da hatte, also ohne jetzt ins Buch zu gucken, ich hatte noch nicht ins Buch geguckt. Und als ich jetzt gesehen habe, was es in Englisch heißt, da heißt es by the book. Und by the book heißt übersetzt nach dem Buch. Und wenn man da nochmal nachforscht, was diese Redewendung bedeutet, heißt es den Regeln befolgen, also nach dem Buch gehen, nach dem gehen, was halt aufgeschrieben ist, was man machen muss. Und das heißt natürlich auch ein Stück weit in Reih und Glied, aber die Übersetzung finde ich ehrlich gesagt nicht richtig. Aber gut. Im Wandel heißt im Englischen a change in the wind, gefällt mir besser, a change in the wind, von der Energie her. Weggabelung. Innere Wahrheit ist hier meiner Meinung nach auch nicht richtig übersetzt. Das heißt nämlich im Englischen Truth be told. Also die Wahrheit wird gesagt, die Wahrheit sagen. Und das ist nochmal anders wie innere Wahrheit. Flaschenpost. Der schöne Schein heißt auch anders im Englisch, obwohl ich das finde ich hier eigentlich ganz gut, weil im Deutschen übersetzt, auch wenn es meiner Meinung nach nicht so ganz richtig übersetzt ist, weil das sagt dann schon gleich, um was es geht. Bei der Karte im Englischen heißt sie All that glitters. Also all das Glitzern, alles, was glänzt sozusagen. Aber das kann ich durchgehen lassen. Fatum. Glückliche Fügung. Oder für mich im Englischen heißt es Serendipity, aber das ist so ein Wort, was man auch wieder nicht so richtig übersetzen kann. Das nennt sich auch glücklicher Zufall, wobei Zufall gibt es ja eigentlich nicht. Flexibel. Macht der Fantasie. Das gefällt mir überhaupt nicht hier im Deutschen, die Übersetzung, weil sie heißt im Englischen einfach nur Imagine. Und das hat eine viel weichere Energie. Passt auch viel besser zur Karte.
Ordnung schaffen heißt im Englischen clean it up, mach sauber. Na gut, das ist jetzt wieder Kleinkrämerei. Gesegnet. Frieden. Schlummerstunde, das ist eine sehr schöne deutsche Übersetzung. Im Englischen heißt es Time for the Nap. Time for a Nap. Aber ich finde Schlummerstunde wirklich sehr geil übersetzt. Gibt auch Positives. dann haben wir hier Windungen. Ja, das ist aber eine schöne Übersetzung, um die Karte zu verstehen. Aber sie heißt eigentlich Round and Round, Runde um Runde. Was mir im Englischen besser gefällt. Auch wieder von der Energie her. Glücklich ist hier auch wieder so starr. Also es hat alles, es hört sich, aber Deutsch ist auch eine holprige Sprache, muss ich immer wieder feststellen. Das heißt im Englischen happy, happy. Und ich finde glücklich, glücklich wäre auch noch leichter gewesen. Also wenn man zweimal glücklich geschrieben hätte, aber es hätte wahrscheinlich nicht hier auf das Ding gepasst. Geben und nehmen heißt im Englischen exchanging gifts, also Geschenke austauschen. Geschenke austauschen finde ich eigentlich schöner als geben und nehmen. Also es ist auch für mich eine andere Bedeutung letztendlich. Bausteine. Atmen. Tick-Tack. Warum? Im Hier und Jetzt. Im Englischen heißt es nur Here and Now, also hier und jetzt, also ohne im. Das im braucht man eigentlich nicht. Chaos und Konflikt. Beistand. Das ist eine interessante Geschichte, weil das heißt im Englischen a leg up, also ein Bein hoch. Und ich habe dann auch noch mal recherchiert, wie so diese, ja, wie das eben, was ist für eine, wie nennt sich das, ja. Und das heißt eigentlich, dass man jemandem hilft oder auch jemandem sogar aufs Pferd helfen. Ja, also, ne, das sieht man ja hier, der krabbelt hier bei der Mutter hoch. Und das heißt dann natürlich dann schon Beistand. Aber Beistand ist ein Wort, das ist so schwer. Ich finde eigentlich Hilfe oder ja, finde ich ein schöneres Wort als Beistand. Aber das ist jetzt mein Gefühl. Ich muss immer wieder betonen, es ist natürlich mein Gefühl. Treues Herz heißt im Englischen loyal heart. Loyal ist für mich nochmal anders als treu. Loyal ist nochmal anders als treu. Hat nochmal eine andere Qualität, das Wort. Sprung ins Ungewisse finde ich eigentlich sehr geil, weil das übersetzt, weil das eben. Aber sie tanzt ja hier eher. Und im Englischen heißt es come to the edge, also komm an den Rand, komm an die Grenze, trau dich, das Risiko zu machen. Auch am Rand zu tanzen zum Beispiel. Also. Ja, dann haben wir hier Drama. Huch. Das heißt aber im Englischen Never Ending Story, also nicht endende Story. Ja gut, das ist natürlich auch ein Drama. Aber ich finde dann Never Ending Story schon schöner als Drama zum Beispiel. Ausgewogenheit. Das heißt im Englischen to be fair, sei gerecht. Das ist neues Leben.
Mitschöpfertum heißt im Englisch co-create, also miterschaffen, mitschöpfen. Seelengefährte, Einfachheit. Ja, da weiß ich jetzt nicht. Das heißt im Englischen Chop Wood, also Holz hacken. Aber vielleicht kann man ja, wenn man Holz hackt, bedeutet es, dass man einfach ist. Ich habe keine Ahnung, warum das hier Einfachheit heißt. Da könnte man natürlich nachher mal ins Buch gucken. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Tiefes Wissen. Nachdenken. Weitergehen gefällt mir hier auch nicht das Wort, weil das heißt im Englischen nämlich time to go, Zeit zu gehen. Und das ist nochmal anders für mich. Es hat nochmal eine andere Schwingung. Erneuerung. Langmut. Auch mit dem Wort habe ich im Deutschen Probleme gehabt, ohne überhaupt zu wissen, was es auf Englisch heißt, weil ich das Wort nicht mit diesem Bild in Einklang bringen konnte. Ich weiß auch gar nicht, was Langmut ist, ehrlich gesagt. Für mich hat das hier eine Geschwindigkeit. Und im Englischen heißt es go to the distance. Und ich habe erst gedacht, das heißt, überwinde die Distanz. Ne? Heißt es so für mich, go to the distance. Aber es wurde übersetzt als geh die Strecke. Aber was Langmut jetzt damit zu tun hat, weiß ich nicht. Also Langmut, ich habe auch keine Ahnung, was das Wort bedeutet. Bereitschaft. Ja, das heißt im Englischen poised. Das heißt auch Bereitschaft beziehungsweise balanciert und gelassen. Finde ich eigentlich schöner balanciert beziehungsweise gelassen, das Wort. Aber ich weiß halt nicht, was im Text steht. Beobachtungsposten ist im Englischen Observer und ich finde auch wieder das Wort Beobachtungsposten sehr, 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 sehr holprig. Und ich finde eigentlich Beobachter weicher. Trautes Heim, das finde ich schön übersetzt. Das heißt im Englischen No place like home, also kein Ort wie zu Hause. Das ist dann schon schön übersetzt, aber vielleicht heißt es auch übersetzt trautes Heim. Milch und Honig und Reparaturarbeit, das heißt im Englischen Rending, also reparieren oder flicken. Ich finde Flicken eigentlich viel schöner als Reparatur und Arbeit auch. Ja, also das sind die Karten, die übrigens unheimlich schön sind, die gefallen mir sehr gut, die sind sehr gut intuitiv lesbar zusammen mit dem Keyword, auch wenn ich mit einigen Keywords jetzt nicht so ganz konform gehe. Die Karten sind sehr weich gehalten, sehr verträumt, aber das ist auch so der Stil von der Künstlerin, dessen Namen ich jetzt schon wieder nicht aussprechen kann. Ich finde das Deck sehr ansprechend, sehr intuitiv lesbar. Auch das Buch eben sehr schön und ja, gut, die Kritik, die ich jetzt habe bezüglich dem Englischen, zum Beispiel, das finde ich überhaupt nicht angebracht hier mit Macht der Fantasie. Das hat jetzt aber was mit mir natürlich zu tun. Also Imagine finde ich einfach viel schöner. Und vielleicht kaufe ich mir auch noch das englische Deck und verwende dann das deutsche Buch. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sehr schöne Karten, sehr zu empfehlen und auch eben für den privaten Bereich. Und ich habe jetzt schon fast 30 Minuten. Wir werden jetzt mal, ich wollte aber noch eins nachgucken, das weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr. Egal, wir machen jetzt mal ein bisschen höher, weil ich möchte jetzt noch für die Zeitqualität Karten ziehen und da machen wir jetzt mal eine Mischung. Also sie sind noch etwas steif, aber das ergibt sich. Man kann ja die Karten auch so mischen. Geht auch, wenn die groß sind, ne? Und deswegen mag ich lieber kleine Karten, weil ich habe nämlich auch so eine kleine Handspanne.
Und dann habe ich echt Probleme, Karten zu machen. So, dann machen wir jetzt mal eine Liebeslegung. Was liegt denn bei dir gerade in deiner Liebesgeschichte an? Auf was hast du zu achten? Legen wir drei Karten. Ich mag aber keine zusammen. Nee, dann nehmen wir die. Genau. Nee, warte mal, die waren ja jetzt an. Wir fangen nochmal an. Weil ich möchte jetzt keine zusammengeklebten, damit die eben nicht alle aus einer Reihe sind. Obwohl das ja eigentlich egal ist. Ist ja nicht wie beim Tarot. Und mal schauen, was bei dir so los ist in der Liebesgeschichte. Glückliche Fügung. Wow. Wow. Frieden. Nachdenken. Ich gucke jetzt nicht ins Buch. Ich habe ein Deck, wo die glückliche Fügung sehr geil dargestellt ist. Und ich werde sie jetzt auch so lesen, die Karte, auch wenn das jetzt hier ein anderes Deck ist. Aber wir können natürlich auch gerne mal ins Buch gucken, weil damit ihr einfach mal seht, wie man das Buch, ja, wie das dann eben zu handeln ist. Das machen wir jetzt bei der Hauptkarte mal. Glückliche Fügung. Die innere Bereitschaft, eine günstige Gelegenheit zu ergreifen, das Wissen um Synchronizitäten, Zeichen und Symbole als Sendeboten des Glücks, ein magisches Zusammentreffen der Ereignisse. Und auf die Liebesbeziehung bezogen heißt es, das göttliche Prinzip hat einen Plan mit dir, zur rechten Zeit den richtigen Menschen auf deinem Weg zu führen. Du wirst einem Menschen begegnen oder bist ihm schon begegnet, der für deine Liebesreise von großer Bedeutung ist. Allein höhere Mächte können diese Art von Begegnung herbeiführen. Du vermagst hier nichts. Achte auf die Zeichen, die dir gesendet werden. So, ich würde die Karte jetzt aber so lesen, dass du einfach ins Vertrauen gehen solltest, was ja letztendlich auch der Text war. Du solltest jetzt in dein Vertrauen gehen in deiner Liebesgeschichte, weil du bist auf dem Weg in das Glück, sage ich jetzt mal, also dass deine Liebesgeschichte schön wird. Du siehst es jetzt aber noch nicht. Du weißt es jetzt noch nicht, aber wenn du, also wie gesagt, diese eine Karte, die ich kenne, da ist der Mensch noch vor einer riesen Wand und dann, wenn er dann weitergeht, dann sieht man das Paradies letztendlich. Also du siehst noch nicht so recht, also ich soll ja eigentlich diese Karte interpretieren. Du siehst noch nicht so recht, was los ist. Aber wenn du dich in deine Leichtigkeit begibst, in deinen inneren Frieden, würde ich fast sagen, und wirklich in dein Urvertrauen gehst, ja, dann wird alles gut und du solltest aufhören, nachzudenken. Das ist ganz wichtig. Du bist wahrscheinlich viel zu sehr im Kopf und im Kopfkino. Und deswegen fällt es dir schwer, im inneren Frieden zu bleiben, im Urvertrauen und einfach ja im Flow zu bleiben. Sie ist ja auch so ein bisschen im Flow. Sie ist zwar nicht im Wasser hier, aber sie fliegt ja. Also ich gucke jetzt aber gerade noch mal, was bei Frieden steht. 23. Frei sein von Anhaftungen radikaler Akzeptanz. Oh. Dies ist warte mal, zwei Menschen, die einander wahrhaft nahestehen, sind in innerer Harmonie miteinander verbunden. Sie sind wie zwei perfekt aufeinander abgestimmte Musikinstrumente und wenn sie gemeinsam musizieren, ist es manchmal unmöglich, die beiden Stimmen auseinanderzuhalten. Also, die Karte sagt auch, dass in deiner Liebesgeschichte, wenn es um einen anderen Menschen geht, dass die Verbindung da ist, dass ihr zusammengehört. Und im Moment ist vielleicht irgendwas nicht ganz im Frieden und deswegen denkst du nach, aber im Prinzip ist alles in Ordnung. Manchmal gibt es eben Zeiten, da ist ein bisschen Unruhe, da sieht man noch nicht den Weg, da weiß man noch nicht, was kommt. Und jetzt haben wir hier natürlich zwei gegensätzliche Karten. Und du solltest wirklich einfach vertrauen. Und du solltest auch darin vertrauen, dass du immer auch der Miterschaffer bist. Also, und das hat auch eine sehr große energetische Geschichte.
Das sage ich immer wieder, gerade wenn es um Liebesgeschichten und Liebesverbindungen geht. In dem Moment, wo du viel zu viel nachdenkst und vielleicht auch viel zu sehr in deiner Angst bist oder in deiner Besorgnis, in deinem Zweifel, in dem Moment entstehen ja eher destruktive Energien, ja. Und du bist ja mit deinem Herzmenschen, und ich gehe mal aus, dass es davon aus, dass es in deiner Liebesgeschichte um einen Herzmenschen geht, in irgendeiner Form, bist du ja auch energetisch verbunden. Und du bist auch Mitschöpfer, indem du eben mit deinen Gedanken und dem, was du fühlst. Und wenn du dich, wenn du zu viel, wenn du viel denkst, wenn du viel im Kopfkino bist, was ja eher eine destruktive Energie ist, dann schwappt die Energie natürlich auch auf eure Verbindung. Und dann ist es so, dass vielleicht eher was im Ungleichgewicht ist. Aber wenn du versuchst, in dein Urvertrauen zu gehen und in deinen inneren Frieden und dich immer wieder zurückholst aus diesen Gedanken, die du hast, immer wieder in das Gefühl eurer Liebe, die ihr, eure Energie, die ihr miteinander teilt, die ihr miteinander habt, und das Glücksgefühl dadurch hervorholst, dann schwappt dieses Glücksgefühl in eure Liebesgeschichte hinein, auch zu deinem Herzmenschen, wenn da einer ist. Und dann bist du letztendlich auch Mitschöpfer. Zwar nicht konkret in der irdischen Welt, indem du was tust, also indem du konkret handelst, sondern mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Und das darf nicht unterschätzt werden. Gerade jetzt, wo die Zeit so ist, dass die Energien sich hier im Kosmos und auf der Welt, auf der Erde so verändern, dass alles. Also es hat sich viel verändert auf der Welt, auf der Erde und im Kosmos. Die Energien sind, die schwingen anders. Und die schwingen jetzt so, dass viel, was gedacht und gefühlt wird, auch in die irdische Welt erschaffen wird. Nicht nur das Tun, sondern auch das Fühlen und Denken erschafft die Welt, auch deine Liebesgeschichte. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du aufpasst, was du denkst. Und auch was du fühlst, und dass du immer wieder in eure Energie reingehst, immer wieder in den inneren Frieden, auch in den Frieden, den du in der Energie mit deinem Herzmenschen hast, in deiner Liebesgeschichte. Weil das schwappt dann wirklich in die Liebesgeschichte hinein, und dann kommt irgendwann wirklich diese glückliche Fügung. Die kommt dann von selbst. Dein Mitschöpfertum ist eigentlich nur das, dass du aufpasst, was du fühlst und denkst. Das ist ganz wichtig. Man kann immer mal auch negative oder destruktive Gedanken haben, aber man sollte bewusst damit umgehen und dann sich wieder zurücknehmen. Gucken, warum habe ich die Gedanken, sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen oder auch dem Gefühl und dann sich wieder zurückgehen in diesen Frieden. Und dann kommst du nämlich, kommt die glückliche Fügung. Wow, das ist eine unheimlich schöne Legung und du hast eine wirklich gute Chance in deiner Liebesgeschichte glücklich zu sein, wenn du eben aufpasst auf das, was du denkst und fühlst und dich immer in diese friedliche Energie reingibst, die eure Liebesgesch die deine Liebesgeschichte bzw. eure Verbindung auch hat, wenn du mit einem Herzmenschen natürlich verbandelt bist. Wenn du nicht verbandelt bist, dann geh in deinen inneren Frieden. Du hast den irgendwo. Grab ihn aus. Okay? Ja, das ist also diese wundervolle Legung, die du dir gerne mitnehmen darfst, wenn du wenn es zu dir passt, gerade in deine Liebesgeschichte. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass ich das Deck sehr, sehr gut finde für die Arbeit auch an sich selbst. Und wenn du Interesse hast, dann kannst du dir das gerne. Also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber es ist wirklich ein tolles Deck. Und ja, und ich wünsche dir ganz viel Glück, ganz viel glückliche Fügung. Ja, und wenn du noch übrigens eine Legung haben möchtest von mir oder auch noch Fragen zu dem Deck hast oder generell wie man mit Legungen umgeht, auch privat, dann kannst du mich gerne anschreiben. AndreaWürck.com ist meine Webseite, da findest du meine Daten. WhatsApp und Telegram ist mir natürlich am liebsten. Wenn du mich über dieses Medium anschreibst, ist halt am unkompliziertesten. Und wenn du eine Legung von mir haben möchtest, vielleicht sogar eine Seelen-Landkartenlegung, weil da eignet sich das Deck natürlich auch sehr gut für, dann kannst du mir gerne auch sagen, dass du gerne möchtest, dass ich dieses Deck verwende. Ja, okay. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich danke dir sehr, dass du mich begleitet hast durch diese Vorstellung und ich wünsche dir eine glückliche Fügung. Tschüss.